Gärtner. Und ich darf jetzt nochmal Aurel Merz zu mir auf die Bühne bitten. Ganz großer Applaus. Bitte schön. Hallo Frau Kaiser. Ja, hey, ich habe euch vermisst. Folgendes, wir haben noch eine Kategorie, eine Sonderkategorie von Tele5. Danach kommen nur noch 50 Kategorien. ich hoffe, ihr habt da Lust drauf. Folgendes, wir haben eine ganz spezielle Sonderkategorie. Und zwar sind in der alle eingereichten Filme nominiert. Das heißt, jeder von euch ist nominiert. Potenziell kann jeder, der einen Film eingereicht hat, gewinnen. Ich meine, es kann auch jeder, der einen eingereicht hat, verlieren. Das heißt, wir werden gleich richtig viele Verlierer hier haben. Das passiert halt auch mal, ne? So. Krieg ich noch einen Umschlag? Welcher ist es? Der? Ja, hier mein heiliger Umschlag. Sehr schön. Also, und das Tolle ist, man kann 2.222 Euro gewinnen. Das ist eine komische Zahl, aber das ist wirklich unser Restgeld bei Tele5, ne? Mehr ist nicht mehr da. Wir senden auch nur noch Schwarzbild jetzt bis Ende und die Weihnachtsfeier fällt auch aus. Ich glaube, da hinten sitzen die Tele5-Leute, aber naja, bedient euch beim Catering. Ich habe gehört, nachher gibt es ein paar Snacks umsonst. gibt's nichts mehr dieses Jahr. So, ja gut, dann schauen wir mal rein. Wer denn diesen Sonderpreis bekommt? Sonderpreis über Sonderpreis. Hier gibt es relativ viele Sonderpreise. So eine Sonderpreisveranstaltung. Naja, sind ja auch ganz, wir sind alles besondere Menschen, ne? So, ja genau, das hier ist der Scheck. Genau so bitte bei der Bank einlösen. Warte mal, komm. Weg damit. Also, von euch allen Nominierten hat gewonnen. Das ist eine riesige Überraschung, ne? Dass bei Tele5, für was ist Tele5 bekannt? Was ist das Erste, woran ihr denkt, wenn ihr an Tele5 denkt? Dem es Tele6 nicht mehr gibt. Was? Also außer mich jetzt, ne? So. Star Trek, oder? Deshalb hat gewonnen Star Trek Enterprise 2, das ist der Anfang vom Ende von Jürgen Kaiser, Stefan Mittelstraß, Sabrina Heuer. Ja, wo seid ihr? Hey, das ist die letzte Kategorie, kommt schon. Apropos, der Peter, ist der Peter noch im Publikum und schon besoffen? Von vorhin? Ne? Gut, ihr seid die Nächsten, ihr könnt jetzt hier auch alle einladen. Ja. Ja, ne? Gute Zeit. Ja. Ach so, und das Coole ist, der Film wird auch ausgestrahlt. Ja, toll. Ja. Super. Danke. Danke. Wie lange hat das gedauert? 8 Jahre. Das ist wirklich mit diesem Stop-Motion-Zeug? Ja, und dann englische Besetzung und die Briten wollen synchronisieren, aber der deutsche Ton passt nicht, die Lippenbewegungen sind zu lang. Jetzt wollen sie schneiden, wir lassen sie nicht. Okay. Sag mal, ist es so gewesen, dass dieser eine Star Trek-Typ da am Ende, ihr seht, ich kenne mich nicht so gut aus, das ist die Synchronstimme von Doug Heffernan aus King of Queens, war? Ja, genau, das ist Doug Gallius. Ziemlich cool. Cool. Ja gut, das war eine private Frage von mir. Das sind ja noch andere Synchronsprecher wie Ingo Schmoll und Eric Scheffler. Das sind alles bekannte Synchronsprecher. Ja klar, ich bei Synchronsprechern, da habe ich auch ein riesen Faible für. Ich habe Sammelkarten von denen. Okay. Alles klar. Also auf jeden Fall, ja, großartig. Tele5, wir werden den ausstrahlen. Ihr bekommt 2.222 Euro und ja, herzlichen Glückwunsch. Danke.